Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu XCOM Enemy Within, wo wir gerade tatsächlich unseren ersten Verlust zu beklagen hatten. Rekrut Helen Cooper, ein Einsatz, gleich draufgegangen. Okay, weiter jetzt, genug getrauert. Ich muss mal gucken, habe ich noch... Ich könnte noch ein paar Rekruten anwerben. Ich könnte auch mal meine Leute aufrüsten. Das habe ich im letzten Einsatz so ein bisschen verschwitzt. Ja. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Unterstützer. In der zweiten Stufe kann man sich entscheiden zwischen Feuerschutz, erlaubt Reflexschuss auch bei gegnerischem Angriff. Nee, finde ich eigentlich nicht so toll. Sprinter finde ich ziemlich gut. Soldat kann 3 zusätzliche Felder weit laufen. Das ist ziemlich praktisch, vor allen Dingen für Unterstützer, weil wenn sie halt mal Notarzt spielen müssen, können sie extrem schnell zu einem gefallenen Kameraden hinrennen, Medkit anwenden und dann wieder in Deckung sprinten. Ja gut, das können sie wirklich nicht in einer Runde machen, aber versteht schon. Und sie sind halt auch gut dann halt Meldcontainer einzusammeln, weil sie einfach viel schneller hinkommen. Sprinter, finde ich gut. So, Scharfschützin. Yes! Sergeant Bridget McCarthy Snake Eyes ist auch nochmal aufgestiegen. Verwundet für 8 Tage, weil sie halt Schaden genommen hat, wird sie jetzt eine gewisse Zeit im Lazarett verbringen. Schön. Echt guter Boden ist verdammt gut, gibt plus 10 C-Sicherheit und plus 10 Verteidigung gegen Gegner auf niedrigerem Gelände. Zusätzlich zum normalen Höhenvorteil, also man hat schon sowieso immer einen C-Sicherheitsbonus, wenn man auf höherem Gelände ist als der Gegner. Aber dann kriegt man halt, kriegt die Scharfschützin halt noch einen Bonus. Und Revolverheld fügt Pistolentreffern 2 Punkte Bonusschaden zu. Kann in manchen Situationen praktisch sein, vor allen Dingen später, für Sachen, die wir noch nicht gesehen haben in diesem Let's Play. Aber ich nehme erstmal, sie nehme ich jetzt erstmal echt guter Boden. Sie sollen wirklich einfach nur ein Sniper werden, der hinten irgendwo auf irgendeinem Haus sitzt und einen Gegner nach dem anderen abknallt. Dafür soll sie da sein. So einen Sniper braucht man. Und dann haben wir noch Corporal Leroy. Ja, verwundet für 6 Tage, hat auch Schaden genommen. Stürmer kriegen auf 2. Stufe Taktikverständnis, bringen plus 5 Verteidigung pro Gegner in Sichtweite, maximal 20, was gar nicht schlecht ist. Ja, also wenn der Stürmer richtig weit nach vorne gelaufen ist, weil er mit der Schrotflinte halt sehr nah ran muss und dann halt 4 Gegner sieht, kriegt er 20 Punkte mehr Verteidigung. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. Und gibt einem 10% bessere Chance auf kritische Treffer pro Gegner in Sichtweite, maximal 30. Ähnlich. Macht dann halt mehr Schaden. Das ist weniger Schaden nehmen und das ist mehr Schaden austeilen. Ich gehe eher lieber sicher, Taktikverständnis, einfach weil die Soldaten im Prinzip eigentlich später sogar die wichtigste Ressource werden, die das XCOM-Projekt hat. Weil hochwertige Soldaten zu haben, ist extrem wertvoll, weil sie extrem mächtig sind. Gleichzeitig ist es aber wirklich sehr, sehr schwer, sie zu bekommen, weil man dafür halt monatelang die Leute trainieren muss. Okay, genau. Das haben wir jetzt gemacht. Ich werbe, glaube ich, noch mal... Ja, werbe ich mal 2 Leute an. Das dauert ein bisschen, bis sie da sind. Und ich muss ein bisschen Geld dafür ausgeben. Toll. Es ist gerade der Anfang des Monats und meine Leute sitzen zum nicht unbeträchtlichen Teil jetzt im Lazarett. Toll. Keine Scharfschützen mehr. Ich könnte auch mal in die Offiziersschule gucken. Da können wir jetzt ein paar Sachen freischalten, tatsächlich. Truppgröße 1 wäre sehr gut. Dafür haben wir noch nicht genug Credits. Mal gucken, ob ich noch schnell Geld machen kann auf dem Schwarzmarkt. Ah ja. 100 Credits. Schön. Ping. Dann hole ich mir das nämlich... Nein. Dann hole ich mir das nämlich gleich, weil das extrem praktisch ist. Mal eben ein... ein Gruppenmitglied mehr zu haben. Viel besser, viel besser. Ja. Okay. Das gucke ich mir mal kurz an. Das ist bald fertig. Das hatte ich ausgehoben. Stimmt.
Ich kann nur hoffen, dass es nicht so weit kommt. Ja, danke. Danke für diese moralische Predigt da. Aber jetzt muss ich erstmal überlegen, ob ich ein Kybernetiklabor oder ein Genlabor baue. Genau das will ich nämlich tun neben die Werkstatt, weil diese Kybernetiklabor und Genlabor gelten praktisch als Werkstätten. Nee, als Labor. Ah, Kybernetiklabor geht als Werkstatt. Ist doch voll logisch. Schwere Entscheidung. Will ich gleich einen Mech machen? Mechs sind richtig cool, aber... Dann da... Ja, müsste reichen. Okay, dann baue ich jetzt noch keins von den beiden Laboren, sondern hebe erstmal noch da was aus und baue dann da das Genlabor hin, weil ich am Anfang lieber das Genlabor habe. So, weiteres Forschungsprojekt abgeschlossen. Da-da-da-da-da. Forschungsbericht, Codename Expertenteam. Wir haben die Gießerei freigeschaltet, die Schnitterpatronen, Blendgranaten, Phönixkanone. Das sind so ein paar Gerätschaften, die wir zur Verbesserung nutzen können. Schnitterpatronen. Zielsicherheit geringer, aber zusätzlicher Schaden. Also gar nicht schlecht für Schrotflinten. Gießerei, da kann man Projekte durchführen. Ähnlich wie Forschung, nur direkte Verbesserung. Phönixkanone ist ein weiteres Geschütz für unser Flugzeug. Blendgranaten. Flashbangs halt, ne? Kannst auf Gegner werfen und die sind geblendet und können nicht mehr so gut agieren. So, was erforschen wir als nächstes? Wir könnten die Sucher untersuchen. Wir können Schweber untersuchen. Sektuinen. Oder den Pulsbogen. Ich glaube, ich mache mal den Pulsbogen. Ich gucke mal kurz nochmal ins Lagerzentrum, weil ich gerade nicht im Kopf habe, was wir da alles haben. Okay. Ist noch nicht kritisch. Ich müsste bald mehr in Satelliten investieren. Mist. Okay. Gucke ich mal kurz. Kann ich schon eine Gießerei bauen? Nee. Na toll. Das könnte ich an der neuen Ausrüstung bauen. Ich könnte eine Blendgranate. Blendgranaten können sehr praktisch sein. Schnitterpatronen. Ich will eine Schnitterpatronen. Einmal Schnitterpatronen. Bitte. Danke. Ja. Phönixkanone. Mit der Phönixkanone ist so ein bisschen problematisch. Man muss sehr nah an den Gegner ran. Reichweite kurz. Also die Flugzeuge können halt praktisch eine Kampfrunde dann nicht angreifen, sondern sind damit beschäftigt, an das UFO ranzufliegen, was ein bisschen doof ist. Deswegen bin ich von denen nicht ganz überzeugt. So, wir haben neue Soldaten. Und der nächste Einsatz. Ja. Commander, es gibt mehrere Berichte über neue Entführungen. Die Orte sind auf dem Holoclock markiert. Okay. Toll. Wir werden wahrscheinlich gleich den ersten Satelliten starten müssen, um die Panik zu reduzieren. Ist ja ganz toll. Ich glaube, ich fliege nach China, um die 200 Credits abzusahnen. Damit könnte ich dann mehr Satelliten bauen. Ja. Ha! Platz für 5 Leute. Ah, wir haben tatsächlich irgendwelchen Kram aus dem Sky Ranger rausgeschoben und können jetzt einen Mann mehr mitnehmen. Schön. Summe ist halt nur wirklich, wir haben immer noch, 2 unserer besten Leute sind gerade verwundet und nicht zu gebrauchen. Das heißt, ich muss Rekruten mitnehmen. Oh, geht. Rekruten. Zielsicherheit 65, du kriegst einen Scope, damit du überhaupt was triffst. Ah, ich habe 2 schwere Soldaten. Ich habe 4 Sprengkraft, das ist gut.
65. Kriegst du auch einen Scope. Ich glaube, zwei Granaten und zwei Raketenwerfer dürften reichen. Okay, dann los. Verzeihung. Ich musste nur kurz was außerhalb des Spiels machen. Okay. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Das wird jetzt richtig lustig. Das ist ein schwerer Einsatz und wir haben unsere besten Leute nicht dabei. Für unseren nächsten Einsatz reisen wir nach China. Neuesten Meldungen zufolge operieren die Aliens innerhalb des Stadtgebietes. Wir müssen da runter und die Gegend so schnell wie möglich sichern. Ich weiß nicht, ob ich die Karte mag. Also ich habe noch im Kopf, wie sie aussieht. So sieht sie aus im Übrigen. Wir haben halt hier diesen kleinen Bahnhof. Hier müsste noch ein kleine Garage sein. Und dann ist hier eine Straße, die tiefer gelegen ist. Ja, kann aber sehr, sehr eklig sein. Man kann recht schnell flankiert werden. Hey, da ist Meld. Und da ist die Garage, von der ich sprach. Und ich will erstmal alles hier oben sauber machen und dann nach da vorrücken. Einfach damit ich nicht in zwei Richtungen gleichzeitig kämpfen muss. Deswegen halte ich mich von den Zügen erstmal fern. Ach ja, er kann jetzt ja weiter laufen, stimmt. Stimmt. Ach, und genau auf der Karte wäre ein Sniper so schön. Oh. Den kannst du dann nämlich hier oben einfach parken und er kann dann hier den gesamten Bereich einsehen. Das war echt eine miese Mission letztes Mal. Ich höre Schweber. Keine Überraschung, wir haben sie letztes Mal schon gesehen. Okay, ich gucke erstmal hier lang. Da sind sie. Du kannst hier in Deckung gehen. Warum kannst du den Typen jetzt nicht mehr sehen? Ach, war hier der Tonnen im Weg sind. Nee. Nee. Hm. Wage ich es, hier hinzugehen und womöglich noch mehr aufzudecken? Ach, was soll's. Was kann schon schief gehen? Okay. Ah, ich habe gerade eine Mail bekommen. Sehr schön. Ganz toll. Jetzt geht das wieder los. Ich sollte echt Thunderbird zu machen. Kann man auch nicht sehen von den Gegnern? Yes. Den ziehe ich zurück, damit er nicht ganz alleine hier vorne sitzt und leicht flankiert werden kann. Und dich ziehe ich hier hin. Wir haben immerhin alle Leute in gute Deckung gebracht. Das ist gut. Jetzt habe ich haufenweise Feldposten. Das heißt, wenn die Typen den Kopf recken, sind sie tot. Hoffe ich. Hoffe ich sehr. War ja klar. Ah, er geht auch auf Feldposten. Der auch. Okay. Den Med-Container, den erreiche ich wahrscheinlich. Mal gucken. Da habe ich einen ziemlich guten Schuss. Ah, sauber. Gekillt. Maximaler Schaden. Nee, da komme ich nicht mehr hin. Ist zu weit weg. Mist. Könnte ich dir eine Granate auf den Kopf werfen? Jo, machen wir. Ist vielleicht ein bisschen Verschwendung, aber ich habe noch ein bisschen mehr Sprengkraft dabei. Oh, verdammt. Wir haben sie nicht getriggert. Wir haben sie nicht getriggert. Ich kann die Sucher sehen, aber ich habe sie nicht getriggert. Weil sie mich nicht sehen können. Komischerweise.
Und jetzt kann ich sie mit Raketen bombardieren. Hey. Habe ich beide? Ich glaube, ich habe auch beide. Kann's. Ist schwer zu sehen, aber ja. Gut. 90% Trefferchance. Oh, bitte. Oh, bitte, 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 bitte. Ja! Der war gut. Denn wir haben immer noch keine Möglichkeit, unsichtbare Sucher aufzuspähen. Deshalb ist es extrem praktisch, wenn wir sie vorher auf Feuer zerstören, bevor sie in Tarnmodus gehen. Einfach weil wir damit auf jeden Fall pro Sucher 2 garantierte Schadenspunkte verhindern können. Weil wenn der Sucher getarnt ist und sich dann einen meiner Leute schnappt, dann erleidet er 2 Punkte Schaden. Und ich kann nichts dagegen tun. Der dürfte jetzt ziemlich schockiert sein darüber, dass plötzlich alles in die Luft fliegt. Ja, sauber. Jawohl, das lief erstaunlich gut. Abgesehen von dem Meld. Warnt es. Ah, womöglich. Es kann sein, dass wir noch eine neue Gegnerart gleich sehen werden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Mein XCOM ist etwas eingerostet. Ich glaube eigentlich nicht, dass hier noch was ist, aber sicher ist sicher. Und das ist auch was Interessantes. Meine Soldaten können nicht durchs Feuer laufen. Einfach weil sie nicht feuerfest sind. Macht Sinn, oder? Wie gesagt, ich will mich noch nicht zu sehr den Zügen nähern, einfach weil ich nicht an zwei Fronten kämpfen will. Sondern wenn ich mich den Zügen nähere, dann mit meiner gesamten Gruppe und dann sollen alle bereit sein, darunter zu schießen. Kannst mal nachladen. Okay. Okay. Ja, die habe ich vermutet. Mist. Toll, ich weiß, dass hier irgendwo Gegner sind. Ich weiß, dass hier irgendwo Gegner sind. Passiert genau das, was ich verhindern wollte. Mist. Das ist alles nur halbe Deckung. Ist also auch nicht so toll. Ich glaube, wir gehen wieder einfach in Deckung. Das war's, Leute. Wir gehen zurück. Und warten einfach darauf, dass sie auf uns zukommen. Das, was man in XCOM-Kreisen auch als Overwatch-Trap bezeichnet. Genau auf die gleichen Positionen wie vorher. Schön. Genau, das sind sie nämlich, die... Was, dünne Männer oder lange Männer? Ich weiß es nicht mehr genau. Die sind eklig. 33%. Yeah. 2 Schüsse. Beide schlecht. Verdammt. Ist auf Feldposten gesehen und kann, glaube ich, das gesamte Gebiet hier sehen. Ach. Hier muss auch irgendwo noch eine Schwebergruppe sein. Und ich befürchte, dass die hier gleich einfach über die Züge rüberkommen und mich komplett flankieren. Was richtig eklig wäre. Ich gehe weiter auf Feldposten. Ich habe keine guten Schüsse. Noch nicht wirklich Chancen vorzurücken. Ich habe ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt.
Sie verschanzten sich natürlich auch. Ja, natürlich. Das können die Typen nämlich. Meine Soldaten vergiften. Was mache ich nur? Kann ich... Das ist gar nicht mal... Ich muss einen von denen loswerden. Den hier, dann habe ich nämlich eine Linie. Dann sind alle Gegner nämlich auf dieser Seite. Sehr schön. Einer weniger. So, und jetzt kann ich zum Beispiel hier in das Gebäude vorrücken und das als Deckung nutzen. Das, was davon übrig ist. Auf das Dach will ich eigentlich nicht rauf, zu wenig Deckung. Los, meine Rekruten. Vielleicht haben wir dem Viecher auch ein bisschen Angst eingejagt und es haut einfach ab. Steht richtig schlecht da jetzt inzwischen. Verdammt. Weil wenn die Schweber hier rüberkommen, flankieren sie ihn. Fuck, das habe ich vergessen. Läuft hervorragend. Wie im Lehrbuch. Ah, stimmt. Der Leiterbug. Weil Leitern dazu benötigt werden, um halt zu manchen Gebieten hochzukommen, sind Leitern unzerstörbar. Und Leitern bieten immer sehr, sehr gute Deckung. Das heißt, Leitern sind immer da und immer gute Deckung. Okay. Gut. Für mich, weil er jetzt in halber Deckung und direkt vor mir steht. So, ja, Vergiftung ist natürlich, macht natürlich Schaden über Zeit. Ganz toll. Ich könnte auch flankieren. Lohnt sich das? Ich bleib lieber in der guten Deckung. Ah, natürlich. Ja, auf so kurze Distanz. Ja, aber hallo. So, der ist jetzt flankiert und der ist damit auch tot. Okay. Ich ziehe hier so rum, damit die Schweber hier nicht flankieren. Dich ziehe ich hier hin. Okay. Hätte besser laufen können. Andererseits, die Sucher da am Anfang ausschalten, das war schon sehr, 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 sehr gut. Ja, und der zweite Med-Container ist auch weg. Vergiftung hält immer noch an. Ja, ich könnte Medikit aufwenden, um es zu heilen, aber ganz ehrlich, ich hebe das Medikit lieber auf, falls irgendjemand komplett ausfällt. Oder so starken Schaden nimmt, dass er wirklich zu gar nichts mehr zu gebrauchen ist. So, jetzt heißt es erstmal ganz... Verzeihung. Ganz vorsichtig vorrücken, damit wir keine Feldposten aktivieren. Denn wir wissen, da sind auf jeden Fall noch zwei Schweber unterwegs. Du kannst immerhin dahin laufen. Mal gucken. Ist nicht zu sehen.
Steck dich mal in den Zug. Ja, genau, Feldposten. Aber er hat nicht getroffen, okay. War ja auch sehr weit weg. Aber dann wissen wir jetzt in etwa, wo sie sind. Oh, sie haben sogar beide Feldposten. Okay. Das heißt aber auch, wir haben jetzt beide Feldposten aktiviert. Feldposten ist nur einmal aktiv. Wenn man den einmal getriggert hat, muss man davor keine Angst mehr haben. Das heißt, ich kann jetzt relativ frei einfach nach vorne stürmen. Und ihr seht hier, warum ein Scharfschütze so extrem praktisch gewesen wäre. Hätte ich den hier hingeparkt, hätte ich alles hier abdecken können. Ah, Schande. Aber hey, immerhin ist noch keiner unserer Leute tot. In diesem Zug ist Platz für zwei. Das ist sehr schön. So, und du kannst auch noch auf Feldposten gehen, falls sie es wagen, näher ranzukommen. Geht auch auf Feldposten. Immer noch vergiftet. Geht das bald mal weg? Haben wir Schüsse? Ja, wir haben auch eine bessere Position. Deswegen nehme ich die Schüsse einfach. Sehr schön. Ist jetzt sogar 75% Chance. Perfekt. So. Hier direkt an der Reling ist natürlich nicht so viel Deckung. Aber wir können einfach hier runterspringen oder die Leiter benutzen, wenn man das will. Und dann hinter den relativ großen Autos Deckung suchen. Oder hinter diesen komischen Drop-Pots oder was auch immer das sind. Riskiere ich das? Nee, ich glaube nicht. Weil ich jetzt nicht mehr viele Aktionen habe mit meinen anderen Leuten. Gehe ich einfach noch auf ein paar Feldposten, lade ein bisschen nach, wo es nötig ist. Ah, das Gift ist weg. Sehr schön, er nimmt keinen Schaden mehr. Ich hatte ihn trotzdem hinten, damit er nicht einfach umkippt. Okay, jetzt nutze ich einen meiner Rekruten, weil Rekruten relativ wenig wert sind, und schicke ihn vor. Nach... Ja. Niemand zu sehen? Verdammt, wo ist das Viech hin? Die schalte ich gleich auf Feldposten, damit sie den Bereich im Blick haben. Und du bleibst einfach hier. Versuch nicht zu sterben. So. Die Folge geht schon ziemlich lang. Da ist er. Keine Ahnung, wo der jetzt auf einmal herkommt. Offensichtlich sind wir alle zu blind, ihn zu treffen. Okay, war ein bisschen risky. Aber jetzt kann ich eigentlich relativ simpel... Ach, sie hat nur noch einen Schuss im Magazin. Knapp. Flankieren, Feuer, tot. Peng. Niemand draufgegangen. Das ist schon mal besser als letztes Mal. Aber auch kein Meld eingesammelt. Das ist schade. Aber war wirklich ziemlich knackig. So viele Gegner. Und dann auch noch ohne unsere Spezialisten. Aber ich beende damit auch diese Folge. Ich sage, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Auf jeden Fall wünsche ich einen schönen Tag noch.